Ich grüße euch von Herzen. In diesem Video werde ich astrologisch für die, die im Sternzeichen Skorpion geboren sind, die Jahresprognose in Kurzform überbringen. So hört, liebe Skorpione, was das Sonnenjahr euch bringt. Skorpione sind reine Kämpfernaturen. In der ersten Hälfte 2017 geht es bei ihm in der Liebe stets auf und ab. Doch Jupiter bringt ihnen bis zum Herbst das große Glück. Strebsamkeit und engagiertes Arbeiten bringt dir im Beruflichen den Erfolg. Doch du bist eigentlich ein Einzelkämpfer. Aber nun fühlst du dich in der Teamarbeit pudelwohl und tust sehr viel, dass es im Team auch funktioniert. Neptun stärkt dein Mitgefühl für soziale Belange. Der Verlauf deines Berufslebens in 2017 treibt im Januar deine Karriere an und du bist kommunikativ und teamförderlich. Ab März ist die Arbeit mit deinen Kollegen einfach bestens, sodass der Erfolg bis zum Sommer vorbereitet ist. Du führst das Team hervorragend an. Im Oktober bekommst du eine neue Chance. Jupiter wandert in den Skorpion und bringt den beruflichen Erfolg mit höheren Aufgaben. Damit verändert sich auch deine finanzielle Lage zum Besten. Mit gutem Gespür für Zahlen bringt dir Jupiter das nötige Glück. In der Gesundheit bist du von Natur aus gut aufgestellt. Du hältst dich mit sportlichen Betätigungen ständig fit, was du mit deiner guten Körperpflege unterstützt. Doch Achtung! Venus weckt in dir den Genießer und du hast Probleme, beim Essen das nötige Maß zu finden. Im Herbst, ab Mitte Oktober, wirst du einige gesundheitliche Defizite abbauen. Danach fühlst du dich wieder wie neugeboren. Dein persönlicher Engel ist Barbiel. Höre seine Botschaft. Lasse das Licht in dein Herz. Wenn du alleine bist und dich traurig fühlst, zünde eine Kerze an. Schaue in das sanfte Licht und du wirst sehen, wie es langsam den Raum einnimmt. Es mit seiner Helligkeit deine düsteren Gedanken vertreibt und dein Herz erwärmt. Lasse mit dieser Kerze mehr Licht in dein Leben, das im Moment etwas dunkel scheinen mag. Gleich wird es hell und deine Hoffnung auch. Lieber Skorpion, nimm diese Botschaft von deinem Engel Barbiel an. Probiere es aus, was er dir mitteilt. Glaube mir, es wird dir dann auf jeden Fall besser gehen. Das nächste Tierkreiszeichen ist der Schütze. Versäumt nicht, es anzuhören. Lichtvolle Grüße, eure Deria.